Guten Morgen, ihr Hübschen, und willkommen zum 4.3. Der Mond steht im Schützen. Wir haben den Halbmond am Samstag auch im Schützen. Gestern Abend habe ich euch noch das Halbmond-Orakel reingestellt. Und jetzt, heute, zieht dann auch der Mars in den Zwilling, die Rückkopplung, ja. Was will sich auf Erden zeigen? Ne? Welchen Weg habt ihr gewählt? Schwarz oder weiß? Im Idealfall den vollkommenen Ton. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben Samstag dann nicht nur den Halbmond, sondern auch Tag des Marses, ja, Gedenktag des Marses. Und vorher, hier ist auch schon wieder ein Knaller, ne? Da, ne? Samstag haben wir Halbmond. Im Schützen am Tag des Marses. Mars, habe ich ja gerade gesagt, zieht ja heute weiter im Zwilling. Ne? Zusatzorakel habt ihr in der Infobox. Ne? Und was haben wir Freitag davor wieder? Ne? Hier, Tag der Isis. Ne? Isis, Tod und Wiedergeburt. Ne? Oder eben halt nicht. Ne? Das war ja... eure Entscheidung. Ne? Nochmal eine alte Runde drehen oder etwas Altes hinter sich lassen und etwas Neues, ne? Aufblühen, gedeihen, entstehen lassen. Aber heute sind wir im 4.3. Mars zieht in Zwilling. Bekommen wir dazu noch einen Tagesimpuls. Der Mond steht im Schützen. Haben wir als Wurzel des Tages. Ja, guckt mal. Das wird ein emotionales Unterfangen. Ne? Es strömen Gefühle in euch ein, die euch eine Richtung weisen. Ne? Ihr werdet ganz genau wissen, ja, was fühlt sich gut und richtig an und was fühlt sich da haben wir schon die Fortsetzung, ne? Und was fühlt sich, ja, ich nenne es jetzt mal dunkel an, ja? Eure Gefühle, die einströmenden Gefühle, ja, werden euch die Richtung weisen, werden euch genau zeigen, ja? Das mache ich gegen meinen Willen. Das weiß man, ja. Man weiß ganz genau, ne? Was mache ich, weil ich Bock drauf habe, weil ich glücklich drin bin, weil es mir Spaß macht, ja, weil ich dabei meine Zeit vergesse oder weil ich gerne an diesem Ort bin, ne? Weil das wird ja bei jedem was anderes sein, ne? Und was mache ich und müsste mich eigentlich dagegen wehren? Das wird euch heute auf der Gefühlsebene bewusst werden, ja? Da vielleicht kommt so ein inneres Gegensträumen, ja? Ein Widerwille, ne? So, ich will's nicht, ne? Ich habe keinen Bock drauf, so. Können wir noch was Zusätzliches bekommen? Ja, hier, genau. Betrachte die Dinge mit den Augen der Liebe. Schaut mal, das ist genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Ne? Es wird auf der Gefühlsebene einströmen. Ne? Machst du es, weil du es gerne machst, ja? Weil du glücklich bist, weil du dabei deine Zeit vergisst, ja? Oder löst das in dir eigentlich einen totalen Widerwillen aus? Ne? Hast du da überhaupt gar keinen Bock drauf? Und das wird dein Betrachtungswinkel ändern. Ne? Wir ziehen danach ja weiter in den Steinbock, ne? Der Berg in Lennemore. Du weißt also ganz genau, was dein Glück blockiert. Ja? Du bekommst da eine klare Sicht auf die Dinge. Ja. Und du weißt dann auch ganz genau, wovon du dein Herz eigentlich befreien müsstest, damit du dieses Gefühl
nicht immer wieder durchlebst. Ja. Und dabei geht's, das erzähle ich dir in der fünften Minute, der Baum um deine Gesundung. Ja, Halbmond-Orakel halt, ne? Und in dieser Energie sind wir ja morgen und übermorgen dann auch nochmal. Das heißt, ihr hört dann morgen mit einem weiteren Tagesimpuls von mir. Bis dann, Soham.